Hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder alle dabei seid. In diesem Fall geht es um einen Fall, der in den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, große Schlagzeilen gemacht hat und das nicht nur in Deutschland. Ich konnte heute noch einen Artikel aus Los Angeles dazu finden. Und zwar geht es um den Fall von Sylvia Hanke. Ich vermute mal, mit dem Namen kann jetzt fast keiner etwas anfangen. Vielleicht hat euch der Titel des Videos schon ein bisschen auf den richtigen Weg gebracht. Komplett ausschreiben konnte ich es leider nicht. Ich denke, Anfang der 80er kannte jeder Sylvia Hanke oder konnte mit dem Namen etwas anfangen. Ich werde jetzt einmal die, so würde ich es nennen, gesamte Geschichte von ihr erzählen und auch, was mit ihr passiert ist, nachdem ihre Geschichte dann zum Glück aus der Öffentlichkeit verschwand. Später durch eine Heirat hieß sie Sylvia Müller. Sie wurde geboren am 26. April 1965 als Sylvia Hanke und verstarb vermutlich am 21. Januar 2016 in Duisburg. Wahrscheinlich 21. Januar, weil im Internet kein ganz klares Todesdatum angegeben ist. In Wikipedia wird der 27. Januar angegeben. Dies ist aber nicht korrekt, denn vom 27. Januar 2016 stammt der Artikel der Bild, in dem mitgeteilt wird, dass Sylvia verstorben ist. Sylvia wuchs in Krefeld auf. Ihren Vater lernte sie nie kennen. Ihre Mutter überließ die Erziehung von Anfang an den Großeltern. Und die Schule verließ Sylvia ohne Abschluss. Also keine besonders guten Startmöglichkeiten in die Zukunft. Aber dann bot sich ihr eine Jobmöglichkeit an, bei der sie viel Geld verdienen konnte. Das Ganze startete wohl am 1. Januar 1982. An diesem Tag holten Dieter und Helma Engelbrecht Sylvia mit dem Rolls-Royce ab, um einen gemeinsamen Urlaub zu verbringen. Sie hatten ihr ein Jobangebot gemacht. Sie soll als Kindermädchen auf die Tochter aufpassen. Und diese Arbeit würde auch gut entlohnt werden. Und die Arbeit sollte damit beginnen, dass sie zusammen mit der Familie, also Dieter, Helma und der Tochter, zusammen Urlaub macht. Sylvia berichtete später in ihrem Buch, welches sie geschrieben hat, über das, was mit ihr geschehen ist, dass sie Helma, also die Ehefrau, von Beginn an unsympathisch fand. Und bereits am ersten Abend dieses Urlaubs bieten ihr Dieter und Helma Geld für GV an. Dies lehnt Sylvia aber ab. Sylvia war noch jung und es machte sie sehr unsicher, ob es vielleicht einen Anlass gegeben haben könnte oder sie eventuell so wirkt, dass sie so etwas annehmen würde. Dann ist erst mal Ruhe mit dem Thema. Am vierten Abend des Urlaubs kommt Dieter Engelbrecht in das Zimmer von Sylvia und versucht sie zu nötigen, mit ihm GV zu haben. Sylvia wehrt sich und droht zur Polizei zu gehen. Dieter Engelbrecht ist wütend und Sylvia bekommt Angst. Am nächsten Morgen reist sie dann überstürzt ab. Als sie zu Hause ankommt, erzählt sie ihrem Freund von dem Vorfall. Dieser glaubt ihr aber nicht. Am 10. Februar ruft Helma Engelbrecht dann bei Sylvia an und bittet um eine Aussprache wegen der Vorfälle im Urlaub. Wer ist diese Helma Engelbrecht? Sie ist die zweite Ehefrau von Dieter Engelbrecht. Mit seiner ersten Frau Anita hatte Dieter Engelbrecht damals sein Reichtum als Kabelfabrikant aufgebaut. In den Schlagzeilen hieß es zu Dieter Engelbrecht: vom Klempner zum Millionär. Seine Frau Anita stirbt im Alter von 34 Jahren. Woran sie starb, ist leider nirgendwo vermerkt. Und nach einiger Zeit suchte Dieter Engelbrecht dann nach einer neuen Ehefrau. Er findet bei der Suche dann Helma, die ihm seine verstorbene Ehefrau Anita ersetzen soll. Sie musste dann die Kleidung der ersten Frau tragen und er brachte sie auch zu dem Friseur seiner ersten Frau, damit eben Helma seiner ersten Frau Anita möglichst ähnlich sah und damit wohl auch zum Ersatz von Anita werden sollte.
Dies wird natürlich etwas skurril. Man kann also davon ausgehen, dass Helma auch noch recht jung war und dies auch Auswirkungen auf Helma hatte, da sie wohl nur als Ersatz und nicht als eigenständige Person gesehen wurde. Dies wird dann auch Auswirkungen auf das gehabt haben, also auf ihr Verhalten, wie sie später bei den Taten an Silvia agierte. Aber Dieter Engelbrecht reichte es wohl nicht mehr, nur Helma zu haben. Er will jemanden haben, der permanent für seine Fantasien zur Verfügung steht. Ich gehe mal davon aus, dass in dieser Richtung Helma auch einiges in ihrer Ehe ertragen musste. Helma stimmte dann zu, mit ihm zusammen Silvia zu entführen. Also erst hatten sie es ja auf die, sage ich mal, Art sanfte Tour versucht, sie dazu zu bewegen, gegen Geld eben für die Fantasien zur Verfügung zu stehen. Nachdem das nicht funktionierte, hat man sich dann wohl entschieden, sie zu entführen. Warum könnte Helma das gemacht haben? Eventuell, um ihren eigenen Erniedrigungen etwas zu entgehen. Eventuell hatte sie auch Angst, den Status der Millionärsgattin wieder zu verlieren. Und diese Straftat, die sie dann mit Dieter zusammen begeht, über einen längeren Zeitraum, könnte aber auch eventuell nach ihrem Denken ihr Standing in der Beziehung deutlich verstärken. Denn diese Tat sollte vielleicht nach Helmas Denken eine Art Gemeinsamkeit zwischen ihr und Dieter bringen. Helma vereinbart dann ein Treffen mit Silvia. An dem vereinbarten Treffpunkt ist dann aber nicht Helma, sondern Dieter Engelbrecht. Und er überredet sie, mit ihm zusammen in die Villa der Engelbrecht zu fahren. Dort lockt er sie dann unter einem Vorwand in den Keller. Und er überwältigt Silvia, sperrt sie in einen Raum, der mit Stahltüren gesichert ist. Er entkleidet sie und kettet sie nackt an eine Mauer. Nach den ersten Misshandlungen zwingt Dieter, sie dann eine Postkarte an ihre Familie zu schreiben, um ihr Verschwinden zu erklären. Trotz der Karte meldet sich ihre Mutter wenig später bei der Polizei und will Silvia als vermisst melden. Aber die Polizei ermittelt dann nicht, da sie Silvia für eine jugendliche Ausreißerin hielt. Der Raum, in dem Silvia angekettet ist, ist nur 5 Quadratmeter groß. Und Dieter Engelbrecht geht jeden Tag zu ihr, um sich an ihr zu vergehen und sie zu quälen. Und meistens kommt er nicht alleine, sondern wird von seiner 25-jährigen Frau Helma begleitet, die ihm dabei hilft. Also ich weiß nicht genau, ob ich irgendwo das Alter von Dieter Engelbrecht gehört habe oder gelesen habe, aber ich glaube, er war über 40 oder um die 40 Jahre rum. Silvia ist 466 Tage in der Gewalt von Dieter und Helma Engelbrecht. Silvia beschreibt in ihrem Buch, dass die Rolle von Helma Engelbrecht grausamer war als die von Dieter Engelbrecht. So beschrieb Silvia, dass die körperliche Gewalt gegen sie meist von Helma ausging. Nach einer gewissen Zeit, so schilderte es Silvia, haben sich praktisch die Interessen der Eheleute sehr geändert. So habe Dieter Engelbrecht immer weniger Gewalt gegen Silvia ausgeübt, sondern vermehrt das Gespräch mit ihr gesucht, während Helma Engelbrecht sie immer weiter körperlich misshandelte. Dieter Engelbrecht teilte Silvia irgendwann sogar mit, dass Helma sie in den Suizid treiben will, damit sie damit diese Situation beenden kann. In den Gesprächen von Dieter Engelbrecht mit Silvia teilte er ihr mit, dass er auf dem Weg ist, sich in sie, also in Silvia, zu verlieben. Nachdem Silvia bereits ein Jahr in Gefangenschaft war, versprach Dieter Engelbrecht, Silvia immer wieder, sie aus der Gefangenschaft zu entlassen. Und Helma war strikt dagegen. Das wird noch etwas deutlicher, wenn man weiß, dass Helma Engelbrecht einen Geliebten hat, mit Duldung von Dieter Engelbrecht. Sie bildeten also irgendwann eine Zweckgemeinschaft. Das Ganze driftete immer mehr auseinander. Seine emotionalen Bedürfnisse fokussierte Dieter Engelbrecht im Laufe der Zeit immer mehr auf Silvia, denn sie war unbedrohlich für ihn, da er die volle Kontrolle über sie hatte. Vielleicht hat Dieter Engelbrecht bereits in einer Fantasiewelt gelebt, in der er glaubte, er könne Silvia zu seiner nächsten Ehefrau machen und Silvia könnte sich tatsächlich in ihn verliebt haben. Und eben, dass sie eine gemeinsame Zukunft, ein gemeinsames Leben vor sich haben.
Am 23. Mai 1983 lässt Dieter Engelbrecht Sylvia dann plötzlich frei. Er ist mittlerweile davon überzeugt, dass Sylvia ihn und Helma nicht anzeigen wird. Er droht ihr damit, sie zu töten, falls sie es doch tut. Und dann gab es ein Interview mit der Zeitung Emma, nachdem Sylvia entlassen wurde, in dem sie berichtet hat, was danach passierte. Da sie Angst hatte und sich auch über oder bezüglich des Geschehenen schämte, erzählte sie ihrer Mutter da nur zögerlich, was passiert ist. Sie zeigte ihr dann aber die erlittenen Wunden und Narben. Also es steht nirgendwo deutlich geschrieben, aber ich kann mich daran erinnern, dass ihr, glaube ich, auch ein oder zwei Tätowierungen zugefügt wurden und dass an einem Körperteil auch ein Vorhängeschloss, ein kleines, glaube ich, befestigt wurde. Die Mutter geht dann mit ihr zu Ärzten und zur Polizei. Die Polizei glaubt ihr zunächst nicht und ist der Meinung, Sylvia hätte diese Geschichte erfunden. Erst nach 2 Wochen und dem massiven Eingreifen der Mutter beginnen dann erste ernsthafte Ermittlungen gegen Dieter und Helma Engelbrecht. Im Sommer 1983 wird ein Haftbefehl gegen das Ehepaar erlassen. Die beiden bleiben in Untersuchungshaft, bis der Prozess am 19. November 1983 in Düsseldorf vor dem Landgericht startet. In einem Artikel des Spiegels wurde massiv die Verteidigungsstrategie des Verteidigers von Dieter Engelbrecht und Helma Engelbrecht kritisiert. Der Verteidiger war Dr. Günther Thondorf, der übrigens auch vor kurzem am 13. Juni 2023 in Mannheim verstorben ist. Die massive Kritik bezog sich darauf, dass Bilder, die von dem Ehepaar Engelbrecht sowohl von der nackten Sylvia in bestimmten Positionen gemacht wurde, beziehungsweise während dieser Misshandlungen mit so detaillierten Beschreibungen an das Gericht, also an die Richter, weitergegeben wurde, sodass jeder wusste, was sie auf den Bildern befand. Es ging darum, Sylvia bloßzustellen und sie nicht nur als Opfer dastehen zu lassen. Man versuchte ihr in der Verhandlung eine Mitschuld zu geben, dass sie Spaß daran gehabt haben soll und so weiter und so fort. Und natürlich wurde dann auch noch versucht, eben sie als verwahrlostes Mädchen darzustellen, welchem man nicht glauben kann. Diesen Artikel des Spiegels habe ich euch auch nochmal in der Beschreibung hinterlegt. Und genau dies wurde auch in den Medien so weitergegeben. Dort wurde sie dann eben nicht mehr als reines Opfer dargestellt. Vor allem in der Bild-Zeitung und dem Stern. Es wurde alles detailliert dokumentiert und niedergeschrieben. Sie war für mehrere Wochen Gesprächsthema und es gab halt in den Artikeln auch viele Bilder zu sehen. Aber zum Glück ließ sich das Gericht davon nicht beirren. Am 29. Januar 1985 wurde Dieter Engelbrecht zu 12 Jahren und Helma Engelbrecht zu 6 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht verurteilte Helma Engelbrecht als Mittäterin, obwohl Sylvia ausgesagt hatte, dass diese über längere Zeit aktiver bei den Misshandlungen war. Dieter Engelbrecht weinte im Gerichtssaal und wählte 16 Stunden später, also nach der Urteilsverkündung, den Freitod in seiner Zelle. Während ihrer Haftzeit schreibt Helma dann Gedichte und Briefe an ihren Liebhaber und bereute ihre Taten nicht. Nach 4 Jahren Haft wird sie vorzeitig entlassen und sie erhält auch das Sorgerecht für ihr Kind zurück. Das Gericht hatte eine Entschädigung für die erlittenen Misshandlungen von 120.000 D-Mark an Sylvia festgesetzt. Diese Summe wollte und hat Helma Engelbrecht nie gezahlt. Sylvia hat ihr ganzes Leben unter der Tat gelitten und irgendwie ist sie nie in einem komplett normalen Leben angekommen. Sie heiratete später und nahm den Nachnamen Müller an. Ihr Ehemann war zeitweise gewalttätig, hatte Drogenprobleme und lebte über seine Verhältnisse. Aus finanziellen Interessen überredete er sie, in einem Film unter dem Pseudonym Sylvia H. mitzuwirken, in dem die Gefangenschaft nachgespielt wurde. So entstand dann ein Erwachsenenfilm, der im ersten Teil aus einem Interview besteht, in dem Sylvia ausführlich über ihre Erlebnisse berichtet und ihre körperlichen Verletzungen zeigt, die ihr in der Gefangenschaft beigebracht wurden.
und später drehte sie noch mehrere reguläre Erwachsenenfilme bei DBM. Das war die Dino Blue Movie Vertrieb GmbH. Inhaber war Josef Dino Baumberger. Dieser ist oder war seit 1997 mit Dolly Buster verheiratet. Und er hat wohl so ein leichtes Faible dafür, Leute bloßzustellen. Denn zum Beispiel die deutsche Schauspielerin Sibyl Kekilli, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, wirkte 2001 und 2002 in Produktionen von ihm mit. Als dann der Film Gegen die Wand auf der Berlinale gezeigt wurde, bei dem sie die Hauptrolle hatte, ließ Baumberger DVDs der Produktion mit ihr nachpressen und stellte auch kostenloses Fotomaterial für RTL und Bild zur Verfügung. Und einen weiteren Skandal nutzte er 2012 aus, als er einen Film mit dem Rados Bokel von ihrem Ex-Freund erpresst wurde und an dem er die Rechte besaß, in sein Sortiment aufnahm. Das nur mal so als Background-Information. 1990 begann Silvia dann, Heroin zu konsumieren. Ursache dafür waren nach ihrer Darstellung aber nicht die erlittenen Misshandlungen. Ihr Mann hatte sie vielmehr immer wieder gedrängt, dieses Rauschgift zu nehmen. Und sie ist dann diesem Drängen schließlich nachgekommen. 1991 wurden beide wegen Handels mit Betäubungsmitteln verhaftet und vor Gericht gestellt. Silvia Müller erhielt eine Bewährungsstrafe, ihr Mann 4,5 Jahre. In der Untersuchungshaft kam sie dann vom Heroin los. Und 1994 wurde ihre Ehe geschieden. Im gleichen Jahr erschien unter dem Pseudonym Silvia K. ein Buch über ihr bisheriges Leben. Silvia Müller hatte 2 Kinder, die zeitweise in einem Heim untergebracht waren. Über ihr Leben seit 1994 ist kaum etwas bekannt. Die nächsten Punkte sind dann wieder, dass sie bei einer Auseinandersetzung mit einem Junkie einen Trümmerbruch erlitten hat und 2013 musste ihr ein Bein amputiert werden. Ihr letzter Lebensgefährte war ein Wolfgang K. Und der sagte, als ihr Bein amputiert wurde, war das der Anfang vom Ende. Sie nahm immer mehr Schmerzmittel und die Ration, die sie für 3 Monate hatte, war meist nach 1 Monat aufgebraucht. Er beschwert sich auch darüber, dass es traurig ist, dass die Ärzte ihre Medikamentenabhängigkeit einfach so hingenommen haben. An dem Tag, an dem sie starb, es war ein Donnerstag um 5 Uhr, hatte ihr letzter Lebensgefährte Wolfgang K. seine Freundin tot auf dem Sofa gefunden. Unter Tränen sagte er damals zu Bild, ich habe noch versucht, sie zu reanimieren. Und ich hoffe, sie findet jetzt den Frieden, den sie im Leben nie gefunden hat. Er sagte weiter, Silvia hat das Verbrechen nie verkraften können. Sie war zwischenzeitlich zufrieden, aber glücklich war sie nie. Da die Todesursache zunächst unklar war, ermittelte auch die Kripo. Der damalige Polizeisprecher sagte, die Kollegen konnten keinerlei Anzeichen für ein Verbrechen feststellen. So, das war dann nochmal ein paar weitere Informationen zu dem Leben von Silvia, die also nie wieder ins Leben richtig zurückgefunden hat. Man kann wenig über das Leben von Silvia im Internet finden. Was man allerdings findet, ist, dass sie immer noch als Darstellerin in Erwachsenenfilmen im Internet gelistet ist und auch diese entsprechenden Filme, zumindest den ersten Teil, kann man problemlos mit einem einzigen Suchwort im Internet finden. Und das ist das Problem. Sie wird wohl für immer im Internet so dargestellt werden, wie in diesem Film, wo sie dann in dokumentarischer Art, so wie es geschildert wurde, eben ihre Verletzungen und Ähnliches zeigt und über ihre Gefangenschaft redet. Dies ist schade, dass das Einzige praktisch ist, was von ihr im Internet übrig bleibt. Ich habe mich bemüht, aber es war tatsächlich ansonsten nichts anderes im Internet dazu zu finden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören oder Zuschauen, je nachdem, wie ihr meinen Content konsumiert. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!